Ich bin ein kleiner Angsthase, was Spritzen und Nadeln angeht, was jetzt ein bisschen untypisch ist, weil ich im Tattoo-Studio arbeite, aber was Selbstinjektion oder sowas angeht, war ich doch etwas ängstlich und da hat meine Freundin mir halt wirklich eine große Last abgenommen und mich da unterstützt. Hi, ich bin Semmere und das ist meine Story. Ich bin 31 Jahre alt, komme aus dem beschaulichen und wunderschönen Albstadt in Süddeutschland. Beruflich bin ich tätig als Shopmanager eines Tattoo-Studios, der Lifestyle-Garage. Das sind so meine Hauptaufgaben, die Verwaltung, Buchhaltung, aber auch Kundenkontakt und vor allem halt die Organisation und den gesamten Ablauf eines Tattoo-Alltags. Ich habe selber auch Tattoos, meine Oberarme sind tätowiert und ein paar Stellen an meinen Beinen. Sonst habe ich mir so die Freiheit gelassen, das Ganze ein bisschen dezenter zu halten, sodass man das nicht immer gleich sieht. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren, aber Stand jetzt bin ich damit eigentlich ganz happy. Meine Wurzeln sind aus Eritrea, nordöstlich in Afrika liegend, und meine Eltern sind Ende der 70er nach einer langen Reise nach Deutschland gekommen, was nicht einfach war in der damaligen Zeit, wo ich aber besonders stolz bin, dass meine Eltern es so geschafft haben, sich eine Existenz aufgebaut haben, und da werde ich immer ewig dankbar sein. Wie ich von der DKMS mitbekommen habe, ist eigentlich durch Medien, durchs Fernsehen, durch Zeitschriften, habe ich einfach mitbekommen, dass es da eine Plattform gibt, um Menschen eine zweite Chance im Leben zu geben. Ich habe mich im Jahr 2009 in der Schule registriert. Da gab es eine damalige Schulaktion und da haben sich alle Schüler registriert. Und ob Vielfalt da eine Rolle gespielt hat, kann ich tatsächlich nicht mehr sagen. Ich wurde wahrscheinlich nicht so extrem thematisiert. Umso besonders war es dann, als es dann tatsächlich zur Spende kam, dass man mir das dann auch nochmal erläutert hat, dass das ein wichtiger Faktor ist. Als ich davon erfahren habe, dass ich als Spender vielleicht in Frage komme, bekam ich eine E-Mail von der DKMS. Ja, da war ich erstmal schockiert, dass es so schnell geht und dass ich vielleicht jemandem helfen kann. Dann war mein erster Move eigentlich gleich meine Freundin anrufen und ihr gleich von der Nachricht erzählen. Und es war ein schöner Moment. Die größten Hobbys: Sport, Basketball, Fußball, vor allem aber auch Reisen. Also meine Freundin und ich haben uns als Lebensziel gesetzt, einfach so viele Länder zu bereisen wie möglich. Die Welt ist so riesig und man sollte auch einfach versuchen, so das Maximum rauszuholen und einfach mal andere Länder und Kulturen kennenzulernen. Dart spielen tue ich tatsächlich sehr gerne in der Freizeit, weil es halt einfach abwechslungsreich ist. Es ist so ein besonderer Ehrgeiz, dass halt jeder versucht, den anderen irgendwie zu schlagen. Und man kann das halt einfach abends mal bei einem Bierchen einen lustigen Abend verbringen und einfach mal 2-3 Stunden Dart spielen. Welche Gedanken mir am Tag der Spende durch den Kopf gegangen sind, waren eigentlich, wer die Person ist, wie alt sie ist, ob es der Person durch meine Tat irgendwie besser gehen wird oder besser gehen kann. Ich weiß tatsächlich leider nicht viel über die Person, aufgrund dessen, dass ich jetzt schon mitbekommen habe, dass meine Stammzellen nach Frankreich gingen und es dort gesonderte Regularien gibt, was das Kennenlernen betrifft. Was ich mitbekommen habe, ist, dass es eine Person ist unter 18, aber dass es soweit funktioniert hat. Wir hatten anonymen E-Mail-Kontakt, was mich auch bisher ganz freut, dass da schon ein bisschen ausgetauscht worden ist. Mir ist es sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit von meinen Erfahrungen mitbekommt, weil dadurch konnte ich Leute mobilisieren, sich zu registrieren. Und das ist es einfach das Wichtigste, dass die Leute davon mitbekommen, dass es jeder machen kann. Ich erzähle den Menschen eigentlich, wie es tatsächlich war, dass es eigentlich mega einfach ist. Und dass der ganze Prozess gar nicht so schlimm ist, wie man sich vorstellt. Klar war diese Selbstinjektion auch eine Riesenhürde für mich. Hat natürlich was mit einem gemacht, aber das wussten die aber schon in Tübingen, da ich ja schon bei der Blutabnahme in Tübingen war. Wussten die ja schon, dass ich komme, der Nadelangsthase kommt. Und dementsprechend hat man mich dann schon vorbereitet. Ich habe einfach nur weggeschaut und dann war das eigentlich auch ganz schnell erledigt. Es ist so einfach, jemandem eine zweite Chance im Leben zu geben. Und ich kann euch nur eins sagen, es gibt tatsächlich kein schöneres Gefühl, als eine Nachricht zu bekommen und zu lesen, dass es der Person gut geht. Das war meine Story. Möchtest du noch mehr Stories sehen? Dann klicke hier. Möchtest du selber Geschichte schreiben und Stammzellenspender werden? Dann registriere dich hier. Und nicht vergessen, abonniere den Kanal und verpasse kein Video mehr.